Hi. Heute wollen wir über die Migräne und die Behandlung der Migräne sprechen, vor allem aus der Sicht der funktionellen Medizin oder der individuellen Medizin. Die Frage kam von einem Mädel, die seit ein paar Jahren mit der Migräne zu tun hat und sie fühlt sich dadurch natürlich total in der Freiheit, in ihrer Flexibilität im Leben eingeschränkt, weil man plant vielleicht einen Tag am Meer oder man plant einen Ausflug und die Migräne macht dann da kurzfristig einen Strich durch die Rechnung, was natürlich unglaublich an Flexibilität einschränkt. Und das sehe ich bei vielen Leuten, die mit chronischen Symptomatiken zu tun haben. Und da ist es natürlich spannend, nicht nur, was mache ich, wenn es dann eintritt, das heißt, was ist die Schmerzmedikation, die hilft, wenn ich jetzt eine starke Migräneattacke habe, sondern auch, was kann man halt tun, damit das nicht mehr eintritt oder zumindest viel, viel seltener eintritt, damit man wieder vernünftig planen kann. Und gerade vor ein paar Monaten ist die offizielle neue medizinische Leitlinie rausgekommen zur Behandlung der Migräne. Und in solchen offiziellen medizinischen Leitlinien, da finden sich mal die Dinge, die bei einem Großteil der Leute mit Migräne helfen oder einem Großteil dieser bestimmten Krankheit halt helfen. Und diese Leitlinie hat 52 Seiten und auf 44 dieser 52 Seiten ist halt zusammengefasst, was die Schmerzmedikation bei einer akuten Migräneattacke ist. Also Aspirin funktioniert, Ibuprofen funktioniert und stärkere Schmerzmittel, die auch in die Biochemie des Gehirns noch mehr eingreifen, wie die Triptane, die funktionieren auch. Was wir aber heute uns mal angucken wollen, ist nicht, was hilft bei einer akuten Migräneattacke, sondern aus Sicht der funktionellen Medizin, aus Sicht der individuellen Medizin, was kann man halt tun, um der Ursache ein bisschen mehr auf den Grund zu gehen, damit diese Migräneattacke nicht mehr auftritt? Und das ist jetzt was, das findet sich nicht in aktuellen Leitlinien sowas, weil wie gesagt, in Leitlinien findet sich etwas, was bei einem Großteil der Patienten funktioniert. Und wenn wir über die individuelle Medizin reden, dann reden wir jetzt gleich, wollen wir mal 5, 6 verschiedene Ursachen der Migräne beleuchten. Dann hilft natürlich für jemanden, bei dem das die Ursache ist, hilft nicht die Therapie für jemanden, bei dem das die Ursache ist. Das heißt, wir werden auch gleich noch ein bisschen darüber sprechen. Eine Triggerpunktbehandlung kann bei manchen Leuten wirklich Wunder wirken, also bei manchen Leuten Wunder wirken in der Behandlung der Migräne und für die anderen 4, 5 Ursachen der Migräne würde es halt natürlich gar nichts bringen. Und deshalb würde man, wenn man eine große Studie anlegt, sagt, hey, was bringt dir die Triggerpunktbehandlung bei der Migräne, also bei allen Migränepatienten, würde natürlich nichts bei rauskommen. Deshalb findet sich sowas in den Leitlinien leider noch nicht, bis man da bessere Lösungen für gefunden hat, wie man das statistisch aufarbeiten kann. Also lass uns mal heute über die 5, 6 verschiedenen Ursachen, die mir bekannt sind, über der Migräne sprechen. Also das eine, und das ist sicherlich die häufigste Ursache, das sind Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Nahrungsmittelunverträglichkeiten, das ist so ein großer, allumfassender Begriff für Unverträglichkeiten, aber auch direkte Allergien gegen verschiedene Nahrungsmittelstoffe. Das können von Laktose bis über Gluten, aber auch bis in die kleineren eher nicht so beachteten Substanzen reingehen, wie zum Beispiel Süßstoffe, Aspartam oder auch Stoffe, die das Nervensystem eher stark anregen, wie zum Beispiel das Glutamat, was als Geschmacksverstärker bekannt ist. Die Frage ist halt, wie kann man jetzt rausfinden, ob die Nahrungsmittelunverträglichkeit bei mir, bei meiner Migräne, die Ursache ist. Und es gibt ein paar Möglichkeiten, Nahrungsmittelunverträglichkeiten zu testen. Die sind alle nicht so ganz bulletproof. Die beste und der wissenschaftliche absolute Goldstandard allerdings, um herauszufinden, ob man eine Nahrungsmittelunverträglichkeit hat, ist die sogenannte Eliminationsdiät. Bei der Eliminationsdiät, da macht man für 3 bis 4 Wochen, ich mache meistens mit 21 Tagen, also 3 Wochen, entzieht man aus seiner Ernährung einmal alles, was ein potenzieller Trigger sein kann. Wie gesagt, das können Dinge sein wie Gluten, es geht aber auch hin bis zu verschiedenen fermentierbaren Zuckern aus Gemüsen auch, also nicht Gemüse und Früchte können genauso der Trigger sein für meine Migräne und das können aber auch Süßstoffe sein, Aspartam oder wie gesagt auch Geschmacksverstärker Glutamat. Eliminationsdiät, ich mache unten mal einen Link rein zu einer Form der Eliminationsdiät, mit der ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe, 21 Tage und wenn dann die Migräne oder die Symptomatiken, um die es geht, sehr, sehr viel besser sind, dann ist die Nahrungsmittelunverträglichkeit zumindest ein Teil der Ursachenkonstellation für die Migräne. Das Zweite, auch aus meiner Erfahrung, was auch recht häufig ist, sind biomechanische Gründe, also biomechanische Triggerpunkte. Manchmal ziehen sich Muskelfasern so zusammen, dass sie kleine verkrampfte tight areas bilden, tight knots. So kleine verkrampfte Muskelfasern und die senden neurologische Projektionen, also Nervensystemverbindungen an Schmerzareale, die dann sehr, sehr eng mit der Migräne korrelieren können. Und auch Triggerpunkte können auch die Ursache sein für die Migräne mit Aura, also mit diesen andeutenden Sinnesveränderungen, wo Patienten oft sagen, oh shit, die Migräne, die schlägt jetzt gleich wieder zu. Also Triggerpunkte können nicht nur für den Kopfschmerz verantwortlich sein, sondern auch wirklich für die Migräne mit Aura. Triggerpunkte
die mit Migräne zu tun haben. Auch da versuche ich gleich, wenn ich das Video editiere, hier eine Grafik einzublenden, sind im Hals- und Nackenbereich, aber können auch in den Kieferbereich, in den Augenbereich oder von innen die Kaumuskeln betreffen. Das sind schwierige Areale, um dran zu kommen, aber auch da reicht es einfach erstmal, einen einfachen Test zu machen. An verschiedenen Druckpunkten, auch die ich hier gerade eingeblendet habe, einfach mal mit dem Finger sehr intensiv drauf zu drücken. Manchmal muss man auch mit dem Finger innen in den Mund reinkommen oder an die Augenareale fest zu drücken. Und wenn das die Symptomatiken provoziert, die man sonst bei den Kopfschmerzen oder bei der Migräne auch hat, dann ist auch das wieder ein Zeichen dafür, dass das mit dem Triggerpunkt zumindest ein Teil der Ursachenkonstellation ist für die Migräne, die man da erlebt. Die Triggerpunkte herausgefunden zu haben und sie zu behandeln, ist nicht die komplette Lösung, sondern oft ist es auch so, dass die Triggerpunkte auch irgendeinen Grund haben, warum sie da sind. Manche Leute haben zum Beispiel sehr viele Triggerpunkte im Bereich des Kiefergelenkes, weil sie nachts beißen, haben sie auch abgeschliffene Zähne am Beißen. Und dadurch entsteht natürlich sehr, sehr viel Spannung im Bereich des Kiefergelenks, was man dann auch über die Balancierung des restlichen Lebens wieder hinbekommen kann, dass man auch nachts nicht mehr beißt, um dadurch halt die Triggerpunkte loszuwerden. Also insgesamt ist es bei der individuellen oder funktionellen Medizin immer so eine Suche nach individuellen Ursachenkonstellationen und daraus dann ein Coaching-Programm zu entwickeln oder ein Therapieprogramm, wo man rausfinden kann, oh shit, wie ist das? Dauert ein bisschen länger, ich schneide das Video wahrscheinlich. Der dritte Hauptgrund für die Migräne ist ein hormoneller, gerade bei Frauen. 20% aller Frauen erleben die Migräne irgendwann mal in ihrem Leben. Und gerade bei Frauen kann es eine hormonelle Ursache haben, die Migräne. Und wodurch das auszeichnet, ist, dass sie abhängig ist von der Periode. Das heißt, wenn du als Frau erlebst, dass deine Migräneattacken irgendwie abhängig von der Periode sind, häufig halt kurz bevor die Menstruation eintritt, dann ist es eine hormonelle Ursache oder zumindest ein Teil der Ursache der Migräne ist die hormonelle Verschiebung, die dort eintritt. Das ist etwas, Hormonbalancierung ist auch wieder ein sehr kompliziertes Thema und das will ich auch gar nicht in diesem Video, will ich mich gar nicht darum widmen, die Hormonbalancierung lang und breit auszubreiten, sondern es geht mehr darum, kleine Anhaltspunkte zu finden, was könnte bei mir die Ursache sein. Das heißt, wenn deine Migräne abhängig ist von dem Zeitpunkt in der Periode, dann reden wir über das Thema Hormone und dann werden alle Dinge, die dir helfen, deine Hormone zu balancieren, dir helfen. Ich schreibe mit meiner Freundin gerade an einem Buch, wo es um das Thema der Balancierung für die weiblichen Hormone geht. Und das möchte sie Richtung März, April nächsten Jahres rausbringen. Vierte Ursache für die Migräne kann eine mitochondriale Schädigung sein. Das heißt, Mitochondrien sind die kleinen bakterienartigen Organellen, die sich in und allen unseren Zellen befinden und uns helfen, Sauerstoff und Fette zu Energie oder auch Zucker zu Energie zu machen. Und wenn diese Energiebereitstellung gestört ist, dann entstehen Energiedefizite in bestimmten Arealen im Körper. Das ist auch ein Grund, warum Triggerpunkte entstehen können. Und dadurch können Migräneattacken entstehen. Die drei Sachen, die dabei am meisten helfen, sind Vitamin B2, was sehr stark die Mitochondrien unterstützt, Q10 und natürlich aerober Ausdauersport. Das heißt, wenn du jemand bist, der relativ wenig aeroben Ausdauersport macht, das heißt auch mal einen langen Spaziergang, Walking oder Joggen auszubrechen, dann ist das was auf jeden Fall hilft. Und das ist übrigens auch was es bis in die standardmedizinischen Leitlinien geschafft hat, dass aerobes Ausdauertraining bei der Migräne helfen kann. Warum? Weil die Mitochondrien einen Teil der Ursachenkonstellation darstellen können bei der Migräne. Wir sind beim fünfter Grund. Fünfter Grund ist ein verschobener Tag-Nacht-Rhythmus. Wenn du in der Schichtarbeit steckst, gut, dann kann das auf jeden Fall ein Grund der Ursachenkonstellation sein. Wenn du bis spät in die Nacht an deinem Handy rumflitscht und noch auf Twitter unterwegs bist oder auf Instagram, dann ist es auf jeden Fall was dazu beitragen kann, dass die Migräneattacken häufiger werden. Das heißt, die Balancierung des Tag-Nacht-Rhythmus ist ein sehr, sehr entscheidender Baustein davon. Wo die Connection genau herkommt, ist über eine Rezeptorgruppe, die in unserem Auge sich befindet, unsere Netzhaut. Das ist das Melanopsin. Das Melanopsin ist etwas, damit können wir nicht direkt sehen, also bewusst sehen, sondern die Signale der Rezeptorgruppe des Melanopsins werden sofort an unsere innere Uhr gesendet und diese Melanopsin-Rezeptoren werden durch Licht getriggert. Das heißt, wenn wir nach Sonnenuntergang noch synthetische Lichtquellen anhaben, dann wird dieses Melanopsin getriggert. Das sagt unserer inneren Uhr, hey, es ist gerade Mittag, weil wir gerade die Reize von dem Handy oder vom Laptop oder vom Fernseher bekommen, dass Licht auf unsere Netzhaut trifft, was nach Sonnenuntergang eigentlich eher weniger der Fall ist. Und wenn, dann sind es halt rote Lichtwellen, wie bei einem roten Sonnenuntergang und nicht die hellen Lichtquellen,
wie wir es vom Handy oder vom Computer oder auch von Neonröhren oder hellen Lichtern in der Wohnzimmer kennen. Das heißt, eine der besten Sachen, die du machen kannst, um den Tag-Nacht-Rhythmus zu stabilisieren und damit eine Ursache der Migräne anzugehen, ist es abends, sobald die Sonne untergegangen ist, nur noch bei Kerzenschein in deiner Wohnung oder in deinem Haus dich zu bewegen und dann schlafen zu gehen, ohne das Handy nochmal zu benutzen. Und andererseits aber auch morgens, sobald die Sonne aufgeht, kurz die Gardinen aufziehen, einmal kurz in der Sonne baden, damit wir dem Körper die Informationen senden, hey, jetzt hat der Tag begonnen und das unsere innere Uhr tickt dann und ca. 14, 15 Stunden später werden wir dann auch automatisch müde. Also Tag-Nacht-Rhythmus stabilisieren ist ein ganz wichtiger Baustein, um Migräne in den Griff zu bekommen. Gut, kommen wir zum letzten Punkt und das ist jetzt Punkt Nummer 6, Magnesiummangel. Magnesium ist ein ganz, ganz wichtiger Nährstoff, um die Nervenzellen zu stabilisieren, um die Zellwände von Nervenzellen zu stabilisieren, damit sie nicht übererregbar werden. Und wir haben bei der Migräne eine Situation, wo das Nervensystem überstimuliert ist, überstimulierbar ist. Das ist ja auch was, ein Grund dafür, dass bei der Migräne halt Geräusche oder auch Licht sehr unangenehm sind, weil das Nervensystem überstimulierbar ist. Und Magnesium ist ein Nährstoff, der dabei ganz, ganz wichtig ist. Ein Magnesiummangel kann ein Grund auch für eine chronische Migräne sein. Das heißt, Magnesiumglycinat, das ist eine spezielle Form des Magnesiums, in ausreichenden Mengen zu sich zu nehmen. Also Supplementation empfehle ich, wenn jemand eine Migräne hat, auf jeden Fall. Jeden Abend Magnesiumglycinat zu sich zu nehmen, gucken, ob dann nach 2, 3, 4 Wochen eine Besserung in der Migräne eintritt. Wenn ja, dann war auch Magnesiummangel ein Teil der Ursachenkonstellation. Okay, ich hoffe, ihr konntet ein paar Sachen daraus ziehen. Also ich hatte die 6 Ursachen für eine Migräne aufgelistet, also 6 Hauptursachen, es gibt noch einige mehr, das sind aber eher dann so Kolibris, wie man sagt, sehr seltene. Die 6 Hauptursachen, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, biomechanische Ursachen im Sinne der Triggerpunkte, hormonelle Ursachen, gerade bei Frauen, wenn sie menstruationsabhängig sind, mitochondriale Energiestoffwechselproblematiken, Tag-Nacht-Rhythmus-Verschiebungen und Disbalance des Nervensystems. Und das ist halt ein Baustein, Magnesium zur Stabilisierung von Nervenzellen. Cool, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen, wenn ihr die Migräne habt, wenn ihr davon profitieren konntet oder wenn irgendwas nicht geklappt hat oder wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Anmerkungen, schreibt sie unten in die Kommentare. Ich freue mich, dass wir die Diskussion über die Migräne dann auch weiterführen können. Bis dann, möge der Flow mit euch sein. Ciao.